Schnell, ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und einer weiteren Folge von ITL auf Eisen. Gucken, So, wir stehen noch im Burgos, oder wir, na, wir stehen noch im Burgos, Burgos, ich habe hier schon eine Ladung ergattert, oder beziehungsweise Ralf hat mir die zukommen lassen. Und zwar, warte, wir gehen mal kurz, ja. Hier rein, also es geht von Burgos nach Burgos, nach Amsterdam. Ganz hier oben hin. Das sind 1667 Kilometer, der sagt dafür 21 Stunden an. Die ganzen Mautstellen kommt's hin. Was ich aber schon mal mache, das passt. Mir geht gerade die Welt unter. Oha. Zeit zu gehen. Was haben wir noch? Was habe ich vergessen? Ja, Ladung. Fertigtreppen. Beton. 23, knapp 22, 2 Tonnen. 22,2. Oh. So sieht's aus. Ich habe meine Nacht hier verbracht. Also hier an der Tankstelle, da so, hier da an die Seite gestellt und ja. Ich würde sagen, wir legen los, Abfahrtskontrolle und alles ist schon gemacht. Ja, mache ich. Radio machen wir auch an. Wir haben also 3 Uhr morgens. Biege nach rechts ab. 3.20 Uhr sind wir losgefahren. Hier ist ein Höllenverkehr. Ich weiß gar nicht, wo die alle hinwollen ab frühen Morgen. Aber der Großteil biegt hier rechts ab, also fahren wir einfach mal. Ich nehme euch mit dazu. Moin. Erste Ausfahrt nehmen. Wir sind wieder vollends dabei. Welche? Ach, die erste. Ausfahrt, das ist eine Auffahrt. Ich weiß auch nicht, was sie will. Bitte links halten. Oha. Was gibt es hier Wichtiges Neues? Wir sind auf der 1,42 mit der 2,57er Pomod. Wir haben heute im Real Life Sonntag. Was haben wir hier eigentlich? Freitag. Ich bin jetzt mal gespannt, wie die 1,42 sich verhält mit der 2,57er Pomod. Fängt er schon wieder gut an. Ich wollte schon einen Gang mehr nehmen. Meine Güte.
Wir fahren geradeaus weiter. Ach, hier hätte ich ja auch tanken können. Ich habe da nämlich an der Tankstelle noch tanken müssen. Ich will ja nicht unbedingt so mit dem letzten Tropfen Sprit fahren. Gibt ja Leute, die machen sowas. Ich werde gucken. Ich hoffe, dass es... Ja, Junge. Dann musst du halt eben warten. In meinem Glück muss ich jetzt hier rechts ab. Es soll langsam wieder Richtung Heimat gehen. Ich habe gestern die Nachricht bekommen, dass mein LKW fertig ist, also mein MAN. Entschuldigung. Viele waren ja jetzt der Meinung von wegen, er fährt jetzt gar nicht. Nein, ich fahre nur leihweise. Was mir hier in der 1,42 auffällt, ist halt eben dieses Force Feedback, auch wenn wir mit dem Fanatec arbeiten. Es hat schon leichte Einflüsse. Ich kann nicht dahin. Da passe ich nur einmal hin. Danach nie wieder. Ich hätte wahrscheinlich die ganz rechts nehmen müssen. Ich ahne es. Das ist also schon ein bisschen... Sonst so Neues von den Kollegen. Hermi, der ist nach Pescara gefahren, hat dann jetzt eine Tour für nach Mangor mit Fisch. Das läuft ja noch, glaube ich, soweit ich mich recht entsinne, noch von Jack. Das ist aber, glaube ich, dann auch die letzte Tour erstmal für Jack, und da hat sich das jetzt wieder normalisiert. In der Beziehung hin, dass
die Aufträge doch schon wieder gehandelt werden können. Mach mir das doch früher. Und Licht habe ich an. Ich weiß nicht, warum da ein Fragezeichen steht. Okay. Ja, meine Güte. Also der Mann kann das besser. Ich spreche da aus Erfahrung. Das heißt, von Maribor aus wird er dann wieder praktisch für seine eigenen Aufträge wieder so ziemlich unterwegs sein. Auch nicht schlecht. Vor der Kurve warnen und dann gib Feuer. Jo. Versuch was wert, jetzt den Tempomaten auf 100 zu setzen. Hat nicht so ganz funktioniert. Ich wollte eigentlich noch... Da müssen wir hin. Ich warte doch nicht Ewigkeiten auf dich. Ihr wollt mich doch hier langsam fahren. Ah, Apple. Da steht nur 90. Von Hermi. Kommen wir zu Stefan, der ist inzwischen in Finnland. Genauer gesagt in... Das ist doch nicht euer Ernst, ne? Und ich hätte eine... Oh Mann! Scheibenhund. Ticket. Warum bezahle ich jetzt schon? Ach, wir sind schon in Frankreich. Gut, das erklärt alles. Stefan, Finnland. Ulu. Ulu. Ululu. Ulu. Der ist da mit dem schwarzen Deibel. Dem Deibel, dem Aktros von der Heimtrans. Das ist ja der, glaube ich, von diesem Fahrer, der aufgehört hat. Damit ist er jetzt mal ein bisschen am Gurken. Ist klar, man kann ja das Auto nie immer so stehen lassen. Damit fährt er auf jeden Fall als Balken. Wenn du ein paar Balken über hast, kannst du die bei mir zu Hause vorbeibringen. Ich brauche die für den Ofen. Nach Mikkeli. Ist auch in Finnland.
warum? Kann man nicht so eine Dauerkarte lösen, so? Aber jetzt. Das stört einen beim Erzählen, ne? Und knapp bis auf dem Weg von Bahn nach Maribor mit Wassermelonen ist da schön an der Küste lang gefahren, also schöne Strecke. Fand ich schon schick. Mit Tempomaten reinzumachen lohnt sich gar nicht. Chris, der ist glaube ich noch im Weinkeller von Jack. Ach, jetzt weiß ich, wen ich vergessen habe. Nein, Jan Bollemann habe ich nicht vergessen. Der war in Hamburg. Bewerbungsgespräche da von der Angestellte bei ihm, dem läuft es ja richtig gut. Der hat eine Tour angenommen von Hamburg dann nach Hannover mit Leerpaletten. Er war wieder mal derjenige, der dann fast mit einem leeren Tank unterwegs ist. Oh. Geschafft ohne Probleme und hat dann da getankt und konnte dann. Nee, ich muss ja noch ein bisschen was anderes erzählen. Für die kurze Strecke ausreichend, da wo er in Hamburg geladen hat, ne, hat er dann da ansetzen müssen bei IKEA. Zum einen hat er die richtige Einfahrt genommen. Dafür hat er dann beim Rangieren vom DAF die Spiegel klein gemacht. Passiert. Wie gesagt, er ist ja mit seinem Sprit bis nach Hannover gekommen, hat dann da noch geladen für nach Leipzig. Mit Milch. Ich krieg die Krise mit den Mautstellen. Ich hätte gern so einen Rasthebel hier. Und zwar habe ich Wolli vergessen. Der ist mit seinem Magnum unterwegs. Dann muss ich noch einen kleinen Hinweis dazu geben, mit diesem Schildchen vorne, was ich drauf habe, was auch Hermi hat, Jan hat, Raimi hat das, Helmut hat das, übrigens herzlichen Glückwunsch nachträglich. Warum?
ich gleich so. Da gilt auch der Dank an Chris Binford, der hat das Ganze angeleiert. Auch von daher, super Idee. Ich find's cool. Andere finden's auch cool. Bitte rechts halten. Achso. Ich hoffe, du meinst das nicht hier, wenn rechts hier, ne? 70. Julia. 70. Ja, Wolli ist auch unterwegs. Bitte links halten. Ich habe mir die Folge angeguckt, aber ich habe nichts mehr im Kopf davon. Ich glaube, das kommt mit dem Alter. Irgendwie sowas. Kann ich jetzt mal... Ja. Ja, mehr ist im Moment nicht, relativ ruhig. Ja, Hermi hatte zwei Folgen, die von nach Pescara und dann von Pescara wieder weg. Somit grüße ich jetzt alle, die ich jetzt nicht genannt habe. Wie Michi, Stocki. Wen haben wir noch alles? Sotka. Übrigens gute Besserung. Hoffen wir mal, dass jetzt alles da vernünftig läuft. Marian, Sven, Michael Passenheim. Und so alle drum und dran. Also ich mach's mal einfach. Ich grüße alle. Auch die, die beim Jan im Discord sind. Da war ich doch, glaube ich, schon mal, ne? Ich glaube ja. Tja. So. Was haben wir sonst noch? Ja, wie gesagt, ich suche jetzt einen Fahrer. Weil dem Neil hat ja aufgehört. Aus den genannten Gründen. Ja. Jetzt rechts halten. Du bleibst stehen. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme läuft auch gleichzeitig ein Livestream von Herm im ATS mit Stefan und Raimi. Ich musste meinen Zusehen leider unterbrechen, weil ich die Aufnahme noch machen wollte. Normalerweise bin ich etwas früher dran, aber wir haben auch Halloween. Das heißt, hier könnte es sein, dass ab und zu mal so ein paar Nebengeräusche sind, dass zum Beispiel die Klingel geht. Ja. Gleichzeitig hat sich draußen irgendein Unwetter gebildet. Ich hoffe ja nicht, dass man es nachhört. Ich sollte mir angewöhnen, nicht so schnell darauf zuzuhören. Thank you.
was gibt es sonst zu berichten? Ja, wie gesagt, ja, ich bin auf der Suche nach einem Fahrer. Ich gehe mal davon aus, ich hoffe es mal, dass es relativ schnell gelöst wird, aber im Moment ist es halt eben schwierig, gute Fahrer zu finden. Ihr kennt die Situation auch da in England. Sehr, Wir haben auch, glaube ich, ein bisschen was an der Physik geändert. Aber wenn ich mal angucke, wie der Anhänger schaukelt, oder der Auflieger. Ist es nicht gerade einfach im Moment? Aber da wird sich schon was finden. Wie gesagt, im Moment, ich habe ja den, wenn er mal ein paar Folgen zurückguckt, wo es da nach die brandeilige Tour in La Rochelle, da muss ich auch mal hin. Ich kann rüber, endlich. Da ist ja der Marius mitgefahren, der hat jetzt einen LKW übernommen. Aber nur als Aushilfe. Er will also nicht so in diesen Fernverkehr fahren. Ich kann natürlich auch nicht sagen, wenn mal, na gut, dann fährst du nur Nahverkehr. Das funktioniert nicht so ganz. Ne? Wir sind international unterwegs, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Da funktioniert das nicht. Wie gesagt, so als Überbrückung geht's. Vielleicht findet sich ja in der Zwischenzeit eine Lösung. Schauen wir mal. Ja, also von daher, im Moment ist alles gerade so abgedeckt. Italien. Ja, läuft alles. Der Flughafenverkehr nimmt aber auch wieder zu, also diese Transportage nach Transporte. Die Frachten zum Flughafen, die werden halt eben immer mehr wieder. Ist klar, Corona-bedingt haben wir da so einen kleinen Einschnitt gehabt. Mario läuft ja auch alles super, da kommt ja, da haben wir überhaupt keine Probleme mit. Nur ich muss gucken, schauen wir mal, wie sich alles entwickelt. Auf der anderen Seite, ich freue mich ja doch schon drauf. Ach, da kommt, glaube ich, unser Parkplatz. Richtig? Jo. Meinen MAN wieder zu haben. Nichts gegen den Scania hier. Der ist schon. Ist schon eine coole Sache. Rechts halten, dann Ausfahrt rechts nehmen. Aber, ist nicht meins. Da musst du wieder so ein. Immer geradeaus. Das ist aber richtig wenig los, ne? Ja. Route neu berechnen. Am Kreisverkehr dritte Ausfahrt. Wie komme ich denn jetzt hier? Ja. Ich doch nach vorne abfahren müssen, aber ich glaube, man kann jetzt hier, das ist nämlich gar nicht so dumm. Man kann nämlich hier wieder zurückfahren.
spielt der Geisterfahrer. Nimm diese Ausfahrt. Geht aber nicht, ich habe nicht das weiße Hemd. Cool, der ist ja weiß. Noch so eine Kleinigkeit hinten dran. Polen Rebuilding ist raus für die 1,42 und Wolli hat ein paar Wimpel, ein Wimpel-Add-on gemacht. Irgendwie habe ich das Gefühl, die will mich hier gerade verarschen. Ah, warte mal. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Nee, ich will nicht immer geradeaus, ich will eigentlich auf den Parkplatz. Wahrscheinlich muss ich irgendwie hier rüber. Da vorne steht das Schild und keiner sagt was. Leute! Nee, wie gesagt, Wolli hat ein paar, ich glaube, das kommt aber zum Interieur, ein paar schöne Wimpel dabei gesetzt, beigemacht. Wieder eine ganz feine Sache. Immer ist genial, was der macht. Ne? Ich würde das ja auch gerne können, aber... Skinnen ja, aber modellieren. Auch nicht schlecht. Nimm mal einen und dann fährt der Volvos durch die Gegend. So, das passt doch schön. Juten. Ja, Leute, an dieser Stelle bedanke ich mich für die ganzen neuen Abonnenten, die dazugekommen sind. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben und trotzdem schauen, denkt dran, abonnieren, nicht vergessen. Ansonsten bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen und sag dann einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis denn dann.